Hallo? Hallo? Ja, hallo, liebe Community. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Und hier diese Effie Bones, die ruft schon um Hilfe, ohne ihre Lippen zu bewegen. Und da wollen wir natürlich nicht lange warten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn ein Schüler wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Ja. Ja, ich habe welches dabei. Hier, bitte. Und seien Sie vorsichtig. Oh, vielen Dank. Ich wusste, Sie haben ein gutes Herz. Ich fühle mich schon viel besser. Jetzt habe ich ja Donnergebräu dabei. Zum Dank für Ihre Großzügigkeit. Ja. So, meine lieben Freunde. Das soll es dann für heute gewesen sein. Kleiner Scherz. Kleiner Scherz. Aber ich habe hier noch einige Missionen mehr auf der Karte. Mit Missionsgebern in der Open World. Und ich habe gedacht, da kann man vielleicht mal das eine oder andere erledigen. Hier weiter unten, da gab es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Hier sieht man schon. Und ja, der Schatz des verlorenen Grabes. Das klingt doch recht vielversprechend. Da wollen wir doch mal schauen. Vielleicht kriegen wir noch ein Schatzkärtchen. Oder etwas anderes Feines. Oder wir müssen einen von unseren lustigen Tränken hergeben. Mal schauen. Okay, ich muss mal gucken. Habe ich die jetzt ausgewählt oder nicht? Ist ja manchmal so ein bisschen schwierig hier. So, da ist die Mission. Auftrag verfolgen. Muss ja ganz in der Nähe sein. Dann wollen wir mal schauen. Da ist es hinter dem Berg. Oh Gott, nicht, dass ich mir noch die Hose am Zaun kaputt reiße. So, wo denn jetzt? Wo ist denn der Missionsgeber? Hier oben vielleicht? Hm. Wir sind nur Feier einer Aschwinderin. Muss doch hier unten sein. Interessanter Garten ist hier. Warum sehe ich nichts? Ist hier irgendwo eine Höhle? Wie kann das sein? Und wer stöhnt hier so blöd? Blöder Zwerg. Kobold, besser gesagt. Mieser, fieser Kobold. Okay, Leute, wo muss ich hin? Wir folgen mal der goldenen Spur. Zum Glück gibt's das ja. Na, wie für blöde. Das geht hier nach unten, oder was? Hä? Das geht hier in die Erde rein. Was ist denn jetzt los? Rebellio. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist hier irgendwo eine Höhle? Okay, hier ist eine Höhle, aber ob es das ist. Hey, was denkst du, was du da treibst? Defendo! Ich bring dich um! Glacio! Legion! Defendo! Was hast du getan? Ja, was hab ich getan? Ich kann dich ja mal verfluchen. Imperium. Ich bin Pompada. Ah. Okay. Die Pulse habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr ausgestattet. Das muss ich erstmal wieder hier irgendwo drauflegen. Dann packen wir hier die Pulso auf das X. Pulso. Mach schon auf.
Okay, irgendwo muss noch ein zweites sein. Ich glaube, der Missionsgeber ist auch da drin. Wo ist das zweite Rädchen? Wir steigen mal auf unserem Besen. Das ist immer am einfachsten. Und machen Ravioli. Und dann sehen wir hier das zweite. Neben einem Geldsack. Okay. Jetzt sollte der Weg frei sein, jawohl. Das sollte ich untersuchen. Geh schon rein. Zier dich doch nicht. Ah, jetzt ist der Missionsgeber oben. Also, Revelio. Also ich bin ja gespannt. Jetzt habe ich ja die Pulse doppelt, sehe ich gerade. Bin ja auch. Hier hatte ich doch Flipendio. Und außerdem brauche ich jetzt sogar Levioso. Obwohl, das geht ja auch mit Accio. Accio. Vingardium Leviosa. Aus Accio wird ja immer automatisch Levioso. So. Das guckt nach oben, das guckt nach da. Ich würde ja fast sagen, da muss das nach unten gucken, oder? Ah, ich glaube, wir müssen doch mal den Flugzauber ausstatten. Ach, Quatsch mit Soße. Okay, nach oben. Und drehen. Ah, doch nicht richtig. Ah, doch. Na, sehr schön. Dann haben wir einen blau-grünen Schal mit Uhrwerkmotiv. Tja, okay, aber unseren Questgeber haben wir immer noch nicht gefunden. Ich werd narrisch. Das kann doch fast nicht wahr sein. Hier haben wir noch eine Prüfung Merlins. Machen wir die oder lassen wir es bleiben? Ach, komm her, wenn wir schon mal da sind. Mal gucken. Okay, wir haben sie schon mal irgendwann aktiviert. Nein, doch nicht. Okay, es sind die Würfel. Die muss man ja immer so schön hindrehen. Okay, das sieht ja alles ziemlich ähnlich aus. Das wird ein bisschen kniffliger. Geht nicht. Dann müssen wir, glaube ich, fliegen. Pendo nehmen. Auch nicht. Doch. Okay, da ist, stimmt es jetzt überein, aber hier gar nicht. Okay, hier ist eine Klammer, das kann nicht sein. Die muss entweder oben oder unten sein. Anders geht es doch gar nicht. So. Seite. Von der. Ach, jetzt haben wir es doch. Sehr schön. So, wo sind die anderen? Wir steigen wieder in die Luft. Dann hat man den besten Überblick. Da oben ist der nächste. Okay, was haben wir hier? Ein Vogel. Wo ist der Vogel? Kein Vogel gesehen. Da ist der Vogel, okay. Und der Vogel muss dahin. Ah, oh, das ist aber doof hier mit den Steinen. Okay, dann machen wir einmal so und einmal von hier. Da war's das doch. Sehr schön. So, die letzte Säule. Revelio. Ist da unten. Da haben wir eine Harfe. Und haben wir irgendwo noch eine andere Harfe? Ein Vogel? Harfe. Ach, Harfe, Harfe, Harfe. Okay, die Harfe ist da. Dann gucken wir mal. Die Pendel. Einmal so. Einmal so.
Da wäre selbst Merlin stolz. Ja, ja, yippie, yippie, yay. Und wir haben es ganz alleine gemacht. So, aber den Questgeber, den haben wir immer noch nicht gefunden. Den Questgeber oder die Questgeberin? Das gibt es doch nicht. Ich sehe noch irgendwo einen Höhleneingang. Hier unten. Revelio. Geht's da rein? Nee. Aber das gibt es doch nicht. Da ist noch so ein blaues Symbol. Als ob man irgendwas auslösen kann. Ist da irgendwie ein Höhleneingang? Kann denn das sein? Gibt's hier einen Trick? Jetzt ist hier irgendwo noch so ein Gegner gelandet. Ich höre es, aber ich sehe nichts. Da unten ist ein Schloss. Okay. Lass mich doch mal aussprechen. So eine Unverschämtheit. Unterbricht mich hier beim Sprechen. Habt ihr das gesehen? Haut er mir einen hinter die Köpfe. Revelio. Tja, das war ein Inferi. Hier ist eine Bodenklappe. Da kann ich nichts machen. Das ist ja mal interessant. Dann kommen die nächsten Krachlatten. Incendio. Burn. Confringo. MF Burn. Ich spreche es jetzt nicht aus. Hier ist noch was. Im Radar. Ist hier noch ein Inferi? Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Das mag ja sein. Incendio. Oh Gottchen, das sind ja Luschen. Okay. Geht's runter? Okay, hier ist ein Schloss. Alohomora. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Questgeber da eingeschlossen ist. Das ist ja eine interessante Aufgabe hier. Die erste Aufgabe war so schnell vorbei, dass man kaum gucken konnte. Und hier finden wir nicht mal den Auftraggeber. Okay. Was ist das? Ein Kamin. Revelio. Ist ja mal spannend hier, oder? Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass wir jetzt noch in so ein Gewölbe rumirren. Lederlangmantel. Das klingt ja ganz stylisch. Revelio. Incendio. Confringo. Cozio. Incendio. Confringo. Akio. Ein Geheif ist das hier immer mit diesen Viechern. Okay. Revelio. Da scheint es weiter zu gehen. Da kommen schon die nächsten Idioten. Herr des Hauses. Oh, das wird unterhaltsam. Bleibt jemand schauen? Diego! Hier, komm her. Vergnüg dich mit meinen Kohlköppen. Ich warte hier. Wenn du leider
Es ist so geil. Es ist so geil. Meine Kohlköppe. Also wer sich fragt, wie das kommt, ne? Ich habe alles gepimpt bei den Kohlköppen, jedes Kleidungsstück. Mr. Wuthering, ich kann hören, wie die Inferi, die Tana gerufen hat, näher kommen. Es war mir eine Ehre, als Fluchbrecherin für Gringott zu arbeiten. Ich hätte merken müssen, dass man Tana nicht mehr trauen kann. Immerhin war sie meine Partnerin. Ich hoffe, Sie vergeben mir, dass ich in dieser Hinsicht versagt habe. Bitte sagen Sie meiner Familie, dass ich im Kampf gefallen bin. Beautine. Alohomora. Okay, hier ist jetzt die Quest drin. Vielleicht wirklich eine Schatzkarte. Mit einem neuen Rätsel. Das würde jedenfalls Sinn ergeben. Und da haben wir es auch schon. Okay, wir sehen hier wieder einen Kartenausschnitt. Also das sieht ja wieder aus wie so ein... Also ein Stück Meer. Und da am Ende, das sieht ein bisschen aus wie Stonehenge. Ein Wasserfall ist da, ne? Ach, ich war da mit Sicherheit schon. Wäre sicher interessant zu sehen, wohin sie führt. Der Schatz des verfluchten Grabes. Incendio! Okay. Revelio! Ist das der Ausgang oder haben wir da noch was Schönes? Es ist ein Ausgang. Tja, dann wollen wir doch mal auf die Karte schauen, ob wir hier möglicherweise irgend so eine Geschichte sehen, die zu der Schatzkarte passen würde. Ich gehe mal ganz raus. Da, ich weiß jetzt immer nicht. Man, das hier sieht ja fast so aus hier, ne? Diese Bucht, man das jetzt drehen würde. Dann könnte das fast hinkommen. Da haben wir jetzt ein Symbol. Harlos letztes Gefecht. Das wollte ich jetzt aber gar nicht machen. Tja, 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 tja. Hier könnte auch ein Wasserfall sein. Küstenmine. Küstenmine. Das hier sieht genauso aus, ne? Wir gucken uns noch mal eben die Karte im Inventar an. Schauen wir mal. Okay, man sieht da links, das sieht ein bisschen aus wie so ein Flussgebiet, Moorgebiet. Okay, wir gucken noch mal. Flüsse haben wir ja so ein bisschen in der Mitte. Das ist jetzt hier weniger. Hier unten. Aber hier oben, ne? Hier. Da haben wir doch diese vereinzelten Flüsse. Aber haben wir da jetzt auch irgendwas, was wie ein Meer aussieht? Könnte auch hier sein, ne? Hier. Grab des Verrats. Also ich finde, das kommt der Karte ziemlich nah. Da gucken wir mal hin. Wenn da jetzt ein Wasserfall ist, wir werden es sehen. Da ist mein Gedächtnis leider nicht ganz so stark. Ne? Überall war man schon mal. Das sieht aus wie der Eingang auf der Karte. Ah, Leute, wir haben es. Das sieht aus wie der Eingang auf der Karte. Okay, jetzt muss ich aber nochmal. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, was da sonst noch für Hinweise waren. Hab ja auf den Rest noch gar nicht geachtet eben. Was haben wir denn noch für Hinweise?
Okay, da ist ein Wasserfall und dann dreimal die Pfeile nach oben. Mit Flipendo, man sieht das ja da an dem Symbol hier. Naja, gucken wir mal rein. Da gucken wir mal rein. Möglicherweise war ich da schon mal irgendwann drin und wusste nichts mit der Wand anzufangen. Möchte ich gar nicht ausschließen. So. Revelio. Okay, was haben wir hier? Gringotts Bank. Antana und Fiotine. Unsere Kunden haben angedeutet, dass einer ihrer Vorfahren mit einem Teil des Familienvermögens begraben worden sein könnte. Sie sind besorgt, dass das Grab verflucht sein könnte. Bitte begeben Sie sich auf den Ort auf der Karte, brechen Sie alle Flüche, die Sie dort finden und holen Sie alle Wertgegenstände im Namen der Familie zurück. Sollten Sie etwas brauchen, schreiben Sie mir bitte persönlich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Hm. Das ist doch das, was wir eben schon getan haben, oder? Da haben wir die Aufgabe in der falschen Reihenfolge erledigt. Revelio. Okay, Schrumpelfeige. Ansonsten ist hier nichts. Das ist ein Indiz dafür, dass ich hier schon mal drin war. Da hinten ist wieder etwas Blaues. Den Knochen nachzuurteilen, muss das ein Grab sein. Mr. Wuthering. Falls ich es nicht schaffe, bitte ich Sie dringend, all meine und Tanas Aufträge zum Brechen von Flüchen zu überprüfen. Wenn Tanas heutiger Verrat ein Zeichen sein sollte, vermute ich, dass sie einen Teil all unserer gefundenen Schätze behalten und nur einen Bruchteil davon an Gringotts gemeldet hat. Fiotine oder Fiotine, Fiotine, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Revelio. Okay. Hier ist ein Symbol auf dem Boden. Aber glaube ich nicht zu bedeuten. Hm. Oder was? Okay, hier ist ein Grab, aber kann man nichts mitmachen. Okay, okay, okay. Hier scheint es weiterzugehen. Die haben echt nichts mehr zu lachen, die Gegner. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Boah. Ich überlege, was ich mir da mal anfange. Hier muss doch was sein, wo ich hochklettern kann. Zurechtgequält habe. Mr. Wuthering, ich schreibe Ihnen in der Hoffnung, dass Sie, wenn Sie mich suchen und nicht finden können, wissen, warum. Wir haben das Grab gefunden, aus dem wir den Familienschatz bergen sollten. Aber als wir das taten, belebte Tana die Leichen wieder, die darin lagen, und hetzte sie auf mich. Ich vermute, dass sie den Schatz für sich selbst behalten will. Ich werde versuchen, die Inferi aufzuhalten, so gut ich kann. Biotine, Fiotine oder wie auch immer. Akio. Ist nix. Okay, hier werden wieder Motten gefragt, oder? Revelio. Nee, doch nicht. Akio. Hm. Tja. Was ist denn das für ein Symbol? Legion. Revelio. Kann man, glaube ich, nichts mitmachen. Jetzt wäre es blau. Okay, da hinten ist noch irgendwas. Dann schauen wir mal. Ist hier noch ein Feuerchen? Ins Handy. Na, wird doch gleich ein bisschen heimeliger. Revelio. So, was haben wir hier? Ja. Ach ja, jetzt kommen die wieder aus dem Boden gekrochen. Da kommt mal alle beisammen. Incendio. Confringo. Ach, Leute.
Gebt mir euren Hauch des Todes. Die neuen Steine auf der Karte. Ja, ja, ja. Wir gucken uns das an. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier oben und unten ist, ne? Das sieht ja von allen Seiten gleich aus. Ins Zentrum. In der Mitte ist ein kreisrundes Symbol. Okay, ich will nochmal gucken, aber da war jetzt auch, glaube ich, im Inventar kein Hinweis. Wir schauen es uns nochmal an. Ich weiß nicht, ob man das an den Steinen erkennen kann. Der linke, links unten, der ist so ein bisschen länglich. Mal gucken. Das ist der hier, ne? So. Ja. Dann wählen wir den hier an. Was war aber denn da so komisch? Und dann sollte es Lipendo sein. Lipendo! Okay, das sieht jetzt anders aus. Dann war das der letzte, richtig? Ja, bitte! Funktioniert doch! Eureka! Eureka! Gut, dass sich der Kampf gegen die Inferi gelohnt hat. Kleidung des Schatzsuchers. Oh, das sieht mir jetzt mal ein bisschen cool aus. Wir haben jetzt ja schon mehrere Kleidungsstücke des Schatzsuchers. So, wo ist denn das? Ne, das war ja eben die Kleidung. Das ist doch das hier, ne? Gepanzert, das war ein Hochlandentdecker. Ah, Kleidung des Schatzsuchers. Oh, das hat doch was. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch für Gegenstände Schatzsucher, Schal des Schatzsuchers. Und was haben wir noch? Umhang hat man, glaube ich, noch nicht. Drachenhaut, Wrack, Klassenbester, Spinnenschlechter, Hausfanatiker, Schatzsucher. Oh doch. Das sieht doch ganz edel aus. Ja, meine lieben Freunde, aber jetzt würde ich sagen, mit dieser Schatzsuche lassen wir die Folge wirklich enden. Es hätte doch etwas länger gedauert als gewollt. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen oder Kommentar da. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen, ciao und adios.